Ich würde sagen, ich würde dann den ersten Vortragenden zu mir auf die Bühne bitten, den Franz Winkelhofer, Praktiker, Vorstandsmitglied und Gründermitglied von Bodenleben. Er wird euch dann eh genau sagen, was er auf seinem Betrieb alles macht. Ich würde euch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Wenn Sie im Anschluss an den Vortrag Fragen habt, bitte aufzeigen. Wir werden dann hoffentlich, also normalerweise nur genug Zeit haben, dass wir alle Fragen beantworten. Und wenn nicht, dann fragt sich den ganzen Doktor, so könnt ihr ihn auch dann irgendwo am Feld draußen belagern. Ich wünsche euch viel Spaß und freut mich, dass ihr alle da seid. So, ich bleibe der Rotstein, bin ich Großburg, glaube ich. Grüß euch, schön, dass ihr da seid und auch, dass so viele da sind. Mich freut es immer wahnsinnig, wenn wir viel Leute haben. Das ist einfach was Tolles, auch wenn jetzt nicht alle drüben nachsehen können. Ich erzähle euch was eigentlich nur über meinen Betrieb. Alles, was ich euch erzähle, ist meine Praxiserfahrung. Ich bin kein Berater, ich kann nicht sagen, wie es bei euch funktioniert oder sonst irgendwas. Das ist das, was bei mir geht. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das am Anfang sage, weil das kann auch anders schon wieder anders sein. Wir sind ein Familienbetrieb, ich bin seit 1991, also fast 25 Jahre jetzt daheim am Betrieb. Meine Frau, zwei Kinder haben wir, meine Eltern, mein Vater und ich, beziehungsweise meine Frau hilft uns auch. Wir machen den Betrieb eigentlich rein familienintern inzwischen wieder. Wir haben einen Arbeiter gehabt, haben wir nicht mehr. Wir bewirtschaften 170 Hektar, 250 Stier. Verarbeiten die biogenen Materialien zu Kompost und bringen das zum Teil auf unsere Felder aus, wobei dann immer so viel wie früher. Wir verkaufen sehr viel an Biobauern inzwischen, beziehungsweise auch an Hausgärten. Und wir haben eine kleine Waldwirtschaft, die ist aber untergeordnet und mir geht es heute eigentlich auch rein um einen Ackerbau. Oder? Also ich will ja sonst nicht viel erzählen, was sie einen Ackerbau. Nur zur Einordnung. Da sind wir in einem ganz anderen Gebiet. Ich bin an der Grenze vom Wald zum Weinviertel. Pannonisches Klima, 9,7 Grad, durchschnittlicher Jahresniederschlag 470 mm. Zuerst habe ich mit einem Gret verwöst, der hat gesagt, das hat er heuer schon gehabt vor einer Woche. Und was man so schön sieht, der Pointer geht nicht, aber ist egal, bis Juni kratzen wir meistens so zwischen 100 und 150 mm. Und meistens sage ich, weil heuer ist bei uns auch anders, heuer sind wir über 200 schon. Ganz ungewöhnlich eigentlich für uns. Aber das ist eine normale Kurve, das sind eigentlich die letzten zwei Jahre und wir kriegen Wasser eigentlich immer erst hintasse. Ist ein Problem im Frühjahr, aber das größere Problem ist eigentlich die Grafik. Das ist von Jänner bis Dezember dargestellt. Wenn es grün ist, das ist immer der Tagesverlauf, jeder Tag. Und wenn grün ist, dann ist es sehr kühl, blau ist Minusgrade. Alles, was rot ist, ist über 25 Grad und das geht los im Mai. Und das ist unser größtes Problem. Und wir müssen die Böden davor schützen. Das ist für mich eigentlich das Um und Auf. Der Boden hat nicht so heiß zu werden. Immer den Boden bedecken. Was kultivieren wir? Eigentlich auch sehr einfach Getreide. Darauf folgt Raps mit Begleitsaat, dann eine Zwischenfrucht bis zum Weizen, also wieder bis zu einem Getreide und dann Mais, Soja, Sonnenblume, irgendeine Hockfrucht. Das ist praktisch unser Fruchtfolge, wobei wir jetzt mal wieder Erbsen und Ackerbohne und also es variiert ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es sehr einfach. Wichtiges Dogma bei mir ist der Boden länger als 4 Wochen offen, wird er die Krümmung gesät. Also wenn ich weiß, wir ernten Anfang August, zum Beispiel das Getreide und am 15. August sehe ich den Raps, dann bleibt der Boden offen, aber wenn da ein Monat dazwischen ist, dann sehe ich eine Zwischenfrucht, unmittelbar. In Kreisläufen denken, was soll das heißen, ist schwierig zu sagen, diese drei Punkte stehen für mich ganz oben. Die Erträge müssen natürlich stabil bleiben. Ich kann nicht versuchen, meinen Boden aufzubauen und gleichzeitig gehen mir die Erträge und damit mein Gewinn flöten. Ich möchte aber unbedingt die Biodiversität fördern und das ist kein leeres Gerede, sondern das ist um und auf für die Landwirtschaft in der Zukunft. Wir müssen die mitdenken, weil sonst gehen wir unter. Und die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit, sodass die nächste Generation halt im Idealfall bessere Böden hat, als was wir jetzt haben. Schwer genug. Alles das, was jetzt kommt, zähle ich nicht auf. Das sind die Punkte, die dazu beitragen und für mich in meinem System wichtig sind. Die habe ich mir nicht so ausgedacht, sondern das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben und habe es halt dann einmal aufgeschrieben. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Ganz viele Punkte davon. Vielleicht, ja, die Vorträge kriegt man dann eh. Dann gehe ich eh noch anderen. Gerade habe ich gesagt, Bodenbedeckung und immer noch 4 Wochen, also wenn mehr als 4 Wochen sind, dann kommt eine Begrünung.
das ist für mich wirklich ist um und auf, weil diese Photosyntheseleistung ist eine gratis Energie, die wir bekommen von der Sonne letztendlich. Ja? Und das gilt es zu wissen. Der einfachste Kreislauf, den es gibt auf der Welt, ist Luft. CO2 praktisch ist die Sonnenenergie, ist ein bisschen Boden und ist Wasser. Und daraus entstehen Pflanzen. Und so funktioniert unser ganzes Leben. Und wenn ich dann solche Bilder sehe, das werdet ihr vielleicht alle schon mal gesehen haben, so Satellitendaten ist ja ganz modern, rot hast kein Wachstum, grün ist ein sehr gutes Wachstum. Und das sind so, so punktartige Förderflächen, wo es so hellgrün, dunkelgrün sind, das sind unsere Wälder. Und diese ganzen Äckerten sind natürlich Ackerkulturen, ne? Ackerflächen, 18.09., bestes Sonnenlicht. Eigentlich sollte alles grün sein. Und wir haben eigentlich 3/4 der Ackerflächen liegen am Brauch. Oder es steht eine Alibi-Begrünung, die der Satellit nicht einmal erkennt, dass da jetzt eine Photosyntheseleistung da ist. Jetzt gibt es da zwei Ausnahmen. Jetzt kommen so grüne Kreise, das sind Kartoffelfelder, die da nochmal wirklich Gas gegeben haben. Und alle anderen, die jetzt eingeringelt werden, sind meine Begrünungsfelder. Heißt, wenn es nur einen Landwirt in der Ortschaft gibt, der so denkt, dann wird sich am Klima, am Kleinklima nichts ändern. Weil wenn da alles grün wäre, dann geht das Wasser vielleicht auch nicht mehr weg, Wolken, sondern geht drüber und rinnt da, vielleicht. Aber wenn da alles rot ist, keine Vegetation ist, dann ist das eine Wüste. Nichts anderes als eine Wüste. Das reflektiert und Wasser geht weg. Und das ist ein tödlicher Abwärtsspirale ist das. Und dann gehört dringend gearbeitet. Wie schaut das bei unserem Betrieb tatsächlich aus? Wirklich wieder eine schematische Darstellung von Jänner bis Dezember. Jeder einzelne Tag ist da praktisch hinterlegt. Die unterschiedlichen Breiten der Balken sind die unterschiedlichen Feldstücksgrößen. Dunkelgrün heißt, da steht eine Hauptkultur. Hellgrün heißt, da steht eine Zwischenfrucht oder Untersaat. Und braun heißt, da ist der Boden offen. Wo haben wir einen Boden offen? Wir haben 3 Felder im Jahr 2022 gehabt, wo wir einen Rissort gemacht haben. Da ist für 2 Wochen der Boden offen, da nur 2 Tage. Und im Juli sieht man sehr genau, wann bei uns die Ernte begangen hat, Mitte Juli. Und dann brauche ich eine gewisse Zeit, bis ich die Begrünung wieder drinnen habe. Manchmal geht es auch direkt. Im Idealfall, also direkt heißt für mich am selben Tag. Das ist natürlich ein logistischer Aufwand. Eine Bodenbearbeitung dazwischen haben wir jetzt schon länger nicht mehr. Einfach hineinsehen mit der Begrünung. Und wo der Boden zwischen Juli und August länger offen ist, das ist dann da, wo wir einen Raps gesät haben. Das war halt gerade so diese knappen 4 Wochen voriges Jahr. Das war ein bisschen zwischen, sehe ich jetzt eine Zwischenfrucht oder nicht. Und dann haben wir nochmal so eine Phase im September, Psilomaisernte zur Getreideaussaat, wo ein paar Flächen offen sind. Aber im Großen und Ganzen ist das grün. Viel besser werden wir es nicht hinbringen in der Praxis. Leider. Mit Untersaaten ganz es noch besser, aber Untersaaten im Trockengebiet ist ein ganz eigenes Kapitel. Gut, die wichtigsten Prinzipien nochmal, und die zähle ich jetzt tatsächlich aus. Wir bewirtschaften nicht die Pflanze oder irgendwas anderes, sondern den Boden. Die Bodenbiologie wollen wir fördern. Wir wollen die Photosyntheseleistung maximieren. Wir düngen ausschließlich bewachsene Böden. Immer. Hülle, Mist, Kompost, alles immer auf bewachsene Böden. Nie auf einen nackten Boden. Diverse Begrünungsmischungen, da müssen wir jetzt umgehen, auf die andere Seite unseres sind zwischen 15 und 20 Komponenten in der Mischung und wir haben verschiedene Mischungen, je nachdem, ob das jetzt da vor Getreide, vor Mais, vor Soja, vor einer anderen Leguminose gibt es verschiedene Mischungen. Begleitsorten, Untersaaten, womöglich Nährstoffverhältnisse im Boden ausgleichen. Ja, also da geht es jetzt nicht um Bodenprobe, wo dann rauskommt, du hast eine B-Versorgung oder eine C-Versorgung. Für mich ist das eine Nullaussage. Ich brauche eine Bodenprobe, die mir sagt, wie steht das Kalzium zum Magnesium, wie steht es ums Kali und so weiter und so fort. Und dann eine klare Definition, was muss ich machen, damit ich das in den Griff kriege. Und ja, Ausgasungsverluste bei der Düngung minimieren. Ausgasungsverluste bei Bodenbearbeitung minimieren. Mit Bodenbearbeitung gasen Nährstoffe aus, weil wir sehr viel Kohlenstoff Erosion verhindern. Ja, biodivers denken und handeln. Und wenn ich jetzt das alles zusammenfasse, dann ist das, was die WHO eigentlich als Conservation Agriculture beschreibt.
Und das ist eigentlich das, was wir unabsichtlich schon ein paar Jahre machen, im Großen und Ganzen. Und diese Prinzipien, die Grafik ist vom Josch, das muss man sich eigentlich auf jeden Traktor bieten. Und jetzt mal, wenn man aufsteigt und was machen wir, machen wir überlegen, halte ich die Prinzipien ein oder halte ich es nicht ein. Gut, das Wichtigste in so einem System, wenn man keine Bodenbearbeitung mehr macht und eigentlich kaum mehr Korrekturmöglichkeiten hat, ist die Aussaat. Wie bringe ich die Aussaat so hin, dass ich einen gesicherten Aufgang habe? Hat heuer im Frühjahr bei vielen wieder nicht gut funktioniert. Ich habe auch 4 Hektar noch neu gesät vor 50. Also das ist durchaus manchmal eine Herausforderung. Aber das grundsätzliche Prinzip ist, wir schneiden den Boden auf, ein kleiner Schnitt, wir platzieren das Saatgut, wir drücken es ein bisschen in den Boden hinein und wir schauen, dass wir den Sehschlitz wieder schließen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der gut geschlossen ist, der Sehschlitz. Das klingt so eh logisch, aber wenn man das nicht schafft und ich habe vielleicht einen tonhaltigen oder einen magnesiumhaltigen Boden, der, wenn er trocken wird, aufmacht, dann hat man eine Schneckenautobahn. Die hat große Freude. Beziehungsweise, wenn es trocken ist, dann vertrocknet das der Keimling. Also, wieder schließen ist eigentlich das Um und Auf. Sidewall Compaction, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Doppelscheibenschare neigen dazu, dass sie links und rechts die Seitenwand leicht verdichten, kann zum Problem werden. Und in meinem System für mich heißt es im Frühjahr, bin ich tendenziell immer der Letzte, ich fahre ein bisschen im Lohn und dann mache ich immer zuerst alles andere und dann sah ich meine eigenen Flächen. Und im Herbst bin ich tendenziell, wenn es geht, ein bisschen früher unterwegs, weil wir eine langsame Entwicklung haben. Wir haben keinen Priming-Effekt, das heißt, wir stoßen den Boden nicht an, dass er umsetzt, dass er Nährstoffe umsetzt. Die Böden sind im Frühjahr kälter. Das dauert alles ein bisschen länger. Und auch im Herbst ist es so, wir haben weniger Nährstoffe im ersten Moment zur Verfügung, weil wir keine gelöst haben durch Bodenbewegung. Ja. Drei Sehverfahren sind im Grunde, ich reite auf den ein bisschen nochmal dumm, weil es wirklich ein ganz entscheidender Faktor ist. Ich habe mich jetzt jahrelang gespürt, bis ich zu einer Technik gekommen bin, sowohl für Einzelkorn als auch für Drillsaat, wo ich der Meinung bin, dass ich damit eine Lösung habe für mich. Und ich habe so viel probiert. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Dinge, die man machen kann. Auf der Zinkenschau, Scheibenschau, Kreuzschnittschau, da gibt es natürlich noch immer Abweichungen. Zinkenschau hat viele Vorteile. Sie rollen super den Sehschlitz aus, du hast kein Stroh oder Mulchzeug drinnen im Sehschlitz. Und sie können auch inzwischen häufig schließen wieder, wobei das dann relativ lose oben aufliegt. Nachteil, das Saatgut wird natürlich nicht angedrückt in den Boden und die Maschinen können leider alle miteinander nicht gut mit Mulchmaterial umgehen. Was in meinem Fall auch wieder ein Nachteil ist. Also ich habe da lustige Bilder gemacht mit ein paar Zinkenmaschinen, da haben wir dann mit dem Traktor Mulchmaterial weggerannt, weil wir richtige Berge zusammengezogen haben. Die funktionieren dann oft gut und dann auch wieder nicht. Wären gute Maschinen für intensive Tierhaltungsbetriebe, Rinder oder Biogas, die eh relativ viel Organik wegführen. Da ist eine Zinkenmaschine praktisch, weil der Boden nicht so viel Organik am Feld hat. Bei mir, wo viel Organik am Feld bleibt, die schiebt sich einfach auf. Scheibenschar, zwei Prinzipien, das eine ist ein Scheibenschar, das funktioniert noch besser, was das Hineinnehmen von Stroh betrifft, weil es wieder ein bisschen ausräumt. Zwei Scheibenschare neigen wirklich dazu, dass sehr viel Stroh mitnehmen und haben halt dieses Problem mit der Sidewall Compaction. Gibt aber gute Maschinen. Und das dritte System ist ein umgekehrtes T im Prinzip, das in der Mitte mit der Scheibe schneidet und dann links und rechts ablegen kann. Und die Scheibe nimmt auch Stroh mit, aber sie legt das Stroh tiefer ab, als wo das Saatgut liegt, weil die Scheibe viel tiefer schneidet, als was das Korn dann liegt. Das ist ein relativ kompromissloses System, teures System und auch vom Zugbedarf, Zugkraftbedarf höher als die anderen beiden Verfahren, aber es ist das sicherste Verfahren auf jeden Fall. Also vor allem im Trockengebiet und der Sehschlitz, selbst wenn der aufgehen würde, liegt das Saatgut links oder rechts davon, das heißt, da kommt trotzdem niemand dazu. Gut, in der Praxis, das ist meine uralte, inzwischen Mono-Semi in G4, da geht es nicht um Werbung, jede Einzelkorn-Sehmaschine kann das. Das, was spannend ist an der Maschine vielleicht, ist vorne eine Wählscheibe, die den Boden einmal schneidet, dann läuft da ein Zinken, den habe ich heuer weggegeben, weil er geschmiert hat, weil er so nicht angegangen, weil es so feucht ist, in trockenen Jahren ist das ganz praktisch. Das ist im Prinzip eine Eigenbaulösung, das ist ein Amazone Primera Zinken.
der da im Boden läuft, dann die ganz normale Schar. Und heute bin ich ja gelobt worden, weil ich den Tipp weitergeben habe für diese Andruckrollen, die hinten sind. Also dazwischen ist natürlich noch die Andruckrolle, die das Korn niederdrückt und dann diese Nachläuferräder, die das schließen. Und das sind ähnlich Thomson Wheels, nennen sie das, mit diesen Zacken, die machen eine richtig krümelige Struktur, aber genau über den Seeschlitz für ein paar Zentimeter. Und das hat heuer, glaube ich, mir meine Flächen gerettet. Und zuerst in den Tipp habe ich gegeben, glaube ich, erst im Mai. Und zuerst hat mir schon einer bedankt bei mir, dass das wirklich eine Wunderlösung ist. Nur mit Steinen kann das nicht gut umgehen, muss man auch sagen. Aber so fahren wir und man sieht hinten ein Gewicht, ein unweites Gewicht von Steirertraktor. Ja, weil wenn es harte Bedingungen sind, dann geht die Maschine sonst nicht rein. Direkt so, die oberen Zentimeter sind fest. Das ist mitunter so, damit ich diese Tiefe einhalten kann. Na, im Prinzip ist das eine 10.000 Euro Seemaschine, die ich mir um 2.000 Euro nochmal umgebaut habe. Funktioniert blendend. Ja. Diese Rollen, die ich gefunden habe, da bin ich ein bisschen stolz drauf, deswegen habe ich da ein Video gemacht. Man sieht sehr schön, wie dieser Seeschlitz zugeht. Und wenn man mit einer Doppelscheibenschar die Seitenwand leicht verdichtet, dann brechen das diese Sterne wieder auf. Das heißt, das ist eigentlich perfekt abgelegt. So muss ich sogar erklären. Gut. Pflanzenschutz, jetzt haben wir gesehen, wir machen keine Bodenbewegung, folglich brauchen wir irgendwelche andere Lösungen für den Pflanzenschutz. Herbizide setze ich auch sehr gerne ein, sehr gezielt ein. Wenn man Pflanzenschutz betreibt, dann ist eines der wichtigsten Dinge die Luftfeuchtigkeit. Wird sehr stark ignoriert. Alles, was grün ist in der Tabelle, ist gut. Und wenn man sich an diese Tabelle hält, dann fährt man bei mir ab Mai eigentlich in der Nacht. Weil untertags hast du nie Bedingungen, die passen. Nie. Das wird man vielleicht bedenken. Wir verzichten in unser System, weil wir es einfach nicht mehr brauchen. Und auch, weil wir im Trockengebiet sind, muss man natürlich dazu sagen, auf Insektizide und Fungizide weitestgehend. Ich bin Raps 3 Jahre lang kein Insektizid eingesetzt, daher habe ich es leider wieder müssen. Ja. Herbizide blattaktiv, weil Bodenwirkung bei Bodenbedeckung mit Mulchschicht ist fast vergessen. ja, aber ausgeglichene Ernährung sorgt für robustere Pflanzen. Und da sage ich dann ein bisschen her, Pflanzen werden erst krank, wenn sie fehlernährt sind. Das ist eine ganz wichtige Aussage, bitte auch, da bin ich der Falsche, der was sich da wirklich gut auskennt. Ich lasse mich da auch mehr beraten, aber da geht ganz viel, was man machen kann und verhindern kann. Was man bedenken muss in der Direktzeit, wenn man was übersehen hat, die Schadpflanzen sind mitunter auch sehr groß dann. Heißt, die sind nicht in dem Stadium, wo sie normalerweise bekämpft werden. Das heißt, da muss man dann schon mit dem Berater vielleicht sich zusammensetzen, beziehungsweise das frühzeitig abfangen. Solche Geschichten. Und wir haben neue Feinde, auch das gehört zum Pflanzenschutz, Schnecken und Mäuse. Schnecken ist bei mir weniger Thema, weil meistens trocken Mäuse mit der Raufis, seit ich Direktzeit mache, verstärkt. Die haben natürlich eine Riesenfreude, weil sie Ruhe haben. Habe inzwischen Gott sei Dank niemand gehen und Löcher mit Giftweizen füllen, auch ein bisschen eine Lösung gefunden, die das zumindest sehr gut eindämmt. Die hat mit Kupfer und Schwefel zu tun. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das Um und Auf ist ein durchdachtes Begrünungsmanagement. Eine gute Begrünung nimmt da jedes Unkraut weg. Und hast dann Plantenhocker im Frühjahr. Meine Probleme habe ich her mit den Mulchsaatfeldern, mit den Direktsaatflächen, die sind sauer. Wir haben noch ein paar Flächen im Mulchsaat und ja, vielleicht kann ich es einfach gar nicht mehr. Gut, ein Beispiel, weil oft ist es Direktsaat und No-Till und dann ja, Glyphosat, das sind wir als Erste und wir sind da unter Bauern. Ein kleiner Vergleich. Konventioneller Betrieb, ich mache einen zweiten Betrieb mit 35 Hektar, wo ich eigentlich alles mache, außer Bodenbearbeitung, das tut er gerne und düngen tut er selber. Und ja, der fährt jetzt zweimal vor Begrünungsan mit einem Bodenbearbeitungsgerät, dann fährt er im Frühjahr zweimal wieder ein Bodenbearbeitungsgerät und dann kommt halt so ein typischer Weißpack mit 2, 4, 5 Wirkstoffe. Mein Direktsaat im Vergleich einmal 1,5 Liter Glyphos fertig. Meistens muss ich nicht einmal nacharbeiten. Ja. Und in der Diskussion rennt meiner Meinung nach einiges falsch. Entweder wir wählen chemischen Pflanzenschutz oder wir verbieten ihn einfach völlig. Wir werden alle biologisch. Ist auch ein Weg und ist ein guter Weg.
Aber dieses Dazwischen ist halt ein Problem. Auf der linken Seite vor der Straße und auf der rechten Seite vor der Straße ist man sicher, in der Mitte oft nicht. Ja? Bei seinem Vortrag einmal dazu sagen, dass man die NGOs nicht immer mit Spenden fördert. Ja, das ist nicht mehr Aufgabe. Von mir haben sie eh kein Geld, ich bin ganz deiner Meinung. Aber das ist einmal dazu sagen, dass das ein bisschen dumm spricht. Ja. Zu mir, da kommt ja auch kein Frieden davon. Ich kann nur aufzeigen, was bei mir am Betrieb funktioniert. Ich bin kein Politiker und ich bin kein. Es gehört ja in die breite Masse. Ja, wir bemühen uns eh, das kannst du mir glauben. Gut, Düngung habe ich ein bisschen was schon gesagt. Wir haben Mist, wir haben Gülle, wir haben Kompost. Das höre ich oft. Ja, ich habe es ja leicht, ich habe es für organische Substanz. Ja, das stimmt natürlich, nur die ist keine Lösung, wenn man dann 500 mit dem Kumpel drüber fährt, ist das auch wieder alles weg, diese Organik. Das sind toll, das sind tolle Booster, alle drei miteinander. Bei der Gülle ist bei mir ganz wichtig, in der Fütterung beginnen wir schon, dass die Gülle am Schluss so ist, wie es gerne am Ocker geht. Also wir füttern Mikrobakterien mit und wir füttern ein bisschen Steinmehl mit, damit die Gülle am Schluss ein rotes Produkt und kein feuchtes Produkt ist. Macht einen riesen Unterschied, wir brauchen keine Gülle mehr rühren, die ist immer sämig. Funktioniert gut, kostet natürlich ein bisschen Geld, aber ja, ist für mich wichtig. Wenn mineralische Düngung, dann ist es inzwischen jetzt das zweite Jahr hauptsächlich Kultandüngung. Da steht ein GRIT draußen. Rest, das ist schon lange so, wenn wir streuen, dann ist es Ammoniumdünger. Also keine nitrathaltigen Düngemittel. NAC gibt es bei mir seit 15 Jahren nicht mehr im Betrieb. Das war eine der ersten Dinge, die ich rausgenommen habe. Du strahlst dann NAC und drei Wochen später ist der Wurz braun. Ich weiß nicht, warum das nicht am Dorf fällt. Das ist eine Zwangsernährung. Das ist eine provokante Aussage, das weiß ich, aber ja. Und auch da nochmal ein Nährstoffverhältnis und ein Kinse ausgleichen, er spart da wahnsinnig viel Probleme. Gut, organisch, das habe ich eigentlich schon gesagt. Das ist ein Injektor im Raps. Und das sieht man hoffentlich gut, da habe ich einen Bauchweh gehabt. Die linken beiden Bilder sind eine Standarddüngung, die Felder liegen direkt nebeneinander. Das andere ist dieser 35 Hektar Betrieb, den ich mitmache. Den habe ich am selben Tag mit demselben Saatgut gesagt, weiß ich irgendwie. Der hat halt seine NAC-Düngung dreimal. Bodenbearbeitung, ein Standard-Mulchsaatbetrieb, würde ich meinen. Ein bisschen intensiv, weil er gern gruppert. Rechts, Kultan, Pinse aufgedüngt. Links, einmal Fungizid, vor einem Monat. Rechts, nichts passiert vor allem früher. Und die Hof massiert, der links ist wesentlich grauer, als wir mein Wurz. Der ist gesünder. Das ist gegen das Licht fotografiert, da sieht man jedes Fleckerl. Aber der linke, da rechts wahrscheinlich mit der Fungizidmaßnahme nicht, da werden wir noch mal drüber fahren. Bei mir gar nichts. Kultan. Auch nicht. Nein. Wachstumsrecher nicht. Aber man sieht da im Bestand drinnen Babyspitzer unten. Meiner ist gern gesund, gesunden und die wird dann komplett fungizidfrei vor. Ach ja, wo es bei uns einmal 300 mm im Frühjahr bin. Das liegt. Kultan hilft dafür, diese Ammoniumversorgung, aber da liegt sehr viel an die ausgeglichenen Nährstoffverhältnisse durch diese Kinsedüngung. Gut, mir ist aufgetragen worden, Zeit habe ich schon nicht mehr viel. Mir ist aufgetragen worden, weil Innovation fahren, ich muss auch ein bisschen diese ganzen Digitalthemen mit hineinbeziehen. Ich mache da sehr viel, aber für mich ist Technik immer nur Mittel zum Zweck und Hilfsmaßnahme für den Boden. Wir haben konstante Fahrspuren durch RTK-Planung jetzt schon einige Jahre. Das hilft in der Direktzeit natürlich auch, wenn es nicht unbeherrscht wird, dazwischen niedrige Luftdrücke, das ist ein Um und Auf. 0,6 ist bei mir im Rad. Und wir fahren mit einem 300er Fendt alles am Ocker eigentlich, außer die Düngung, die organische Düngung. Da fahren wir mit dem 700er, der dort steht mit einer Sammaschine, der hält dann noch fort. Weil das einfach kommoder auf der Straße zum Fahren ist. Der Zahnarzt der 300er auch, aber das ist ein bisschen ein Sicherheitsding. Also organische Düngung, aber in fixen Fahrgassen fährt der schwere Traktor. Dazwischen fährt nur der und der hat 6,1 Tonnen. Also ein ganz leichter Traktor an sich. Wir haben also eine Wetterstation, die steht auch da draußen, die Pflanzenschutzempfehlungen gibt, die ist ganz hilfreich. Wir machen Bodenproben in Teilflächen, wir düngen nach Aussaat, düngen und säen in Mais nach Applikationsplatten, die Qualitätsdüngung beim Weizen zum Beispiel, ja, Einzeldüsenschattung. Es gibt hunderte Apps, da gab es so viel
so machen, aber meine negative Botschaft an diesem ganzen Digitalwahn ist eigentlich, je mehr Natur wir einsetzen, also je mehr wir schauen, dass wir ein halbwegs natürliches System am Acker zum Laufen bekommen, umso weniger von dieser ganzen Technik brauchen wir. Ist schön natürlich zum Anschauen, so eine Section-Control ist, wenn man das Blühen. Ja, und das ist natürlich auch nett, ja. Also wenn da der Mais auf 75 gestanden ist und du musst da mit deiner Vorspur nicht mehr überlegen, ob das das Getreidereihe genau drauf läuft. Natürlich geht die schlecht auf und das ist schon dauernd auf den ehemaligen Meisten, wenn man da rennt. Das rennt links und rechts davon. Das sind Details, die sind hilfreich, aber das ja, bringt 1% vielleicht. Gut. Auch das, also an so Keilen, Einzeldüsenschaltern ist super, weniger Überlappungen, toll. Man merkt, ich bin begeistert. Es ist ein gewisses Einsparungspotenzial dabei, diese Dinge. Und natürlich, die Ertragsdepressionen in so Keilen sind ein Thema. Das sieht man oft gar nicht. Das ist nicht zum Unterschätzen, aber wir reden da von 3-7%, wo wir woanders 20-30% gewinnen oder verlieren können. Und das ist wirklich ein spannendes Thema. Das haben wir, inzwischen ist das eben eine Praxis, dass der Treibelmeier Michi da, der was das mit der Drohne machen kann. Mit der Drohne überflogen, am Maisfeld, wo viele Distelnester gekommen sind. Bei uns ganz massiver Druck, ein Feld, das man eigentlich normalerweise komplett spritzen würde. Ja? Da auf der rechten Seite alles, was so orange ist, waren kleine oder mittlere Disteln, haben wir überflogen, kartiert, Applikationskarte erstellt. Letztendlich haben wir vor der 5,6 Hektar Schlag nur 2,7 Hektar behandelt. Obwohl das wirklich eine Fläche ist, wo jeder normale Mensch sagt, na, dann fahren wir komplett. Und in einem Versuch ist das wirklich eine super Sache, weil man damit Geld sparen kann und natürlich weniger Pflanzenschutz hast da, weniger Einfluss auf den Boden. Schaut dann so aus, also da drüben spritzen gerade ein paar, dann fangen da ein paar an, man macht am Traktor eigentlich nichts aus da drüber fahren und das funktioniert. Und für so kleine Nestern-Behandlungen ist das eine super Sache, weil man da wahnsinnig viel einsparen kann. Also ich bin jetzt wirklich so, dass ich sage, Disteln werden weniger wieder in der Direktzeit, die sind in der Mulchsort mehr geworden und noch mehr geworden und dann sind es weniger geworden und wieder mehr geworden. Und je mehr wir Direktzeit machen, desto mehr verschwinden die Disteln wieder. Wir kämpfen jetzt mit anderen Unkräutern ein bisschen mehr, als was wir vorher gehabt haben. Aber die Distel verschwindet eigentlich wieder. Aber genau für solche Applikationen ist also eine digitale Geschichte eine tolle Geschichte. Aber ich bin der Meinung, das beste Precision Farming macht die Natur. Und das ist die Folie, jetzt sage ich seit Ewigkeiten her, ist ein Feld, Begrünung gesät, Maisbrot her, Bodenkarte.at, drei verschiedene Bodenarten. Unten das Braun ist unwertes Ackerland, also ganz ein schwacher Boden eigentlich. Rechts, das sagt der Satellit, grün gut, gelb, naja, rot schlecht. Also man sieht auch da, er spiegelt das eigentlich wieder, was die Bodenkarte eh schon war seit 70 Jahren. Heraus der Boden besser, dann naja, und drinnen ist der Boden sehr schwach. Aber am schönsten ist, wenn man da durchgeht und man sieht da 18-Komponenten-Mischung, wo im Herausbereich Phacelia, Sonnenblumen, alle Komponenten schön da sind. In der Mitte eigentlich keine einzige Sonnenblume mehr steht, die Phacelia schon an und einige andere da sind. Und drinnen war halt Hirse und sehr genügsame Pflanzen, die auch mit in der Mischung sind. Und was sagt mir das? Wenn ich also eine Begrünungsmischung sehe, dann passt die in jedem Jahr, auf jeden Boden, bei jedem Wetter. Weil ich weiß nicht, wie der Wetterverlauf in der Folge des Jahres ist. Aber 5, 6 von diesen 18 Komponenten fühlen sich in dem Jahr ganz sicher auf den Acker wohl. Und dann passt das schon. Gut, jetzt kommen wir glaube ich noch mal ein paar Bilder. Überzogen habe ich auch gleich. Ja, Untersaaten sind so ein Thema. In der Direktzeit werden die Schwammerl wieder mehr, das freut mich auch sehr. Fällt nicht an jeden, aber das ist Maisaussaat in Extremform, Winter heute Begrünung. Funktioniert, wird ein wunderbarer Mais. Das ist der Idealfall im Sommer. Da noch nicht mit der idealen Sämaschine dazu. Das ist ein älteres Bild, schon, der hat das in der Zeit. Da habe ich leider immer die Logistik nicht. Also man braucht immer einen Mann. Meistens sind bei mir schon zwei, drei Tage leider dazwischen. Das beste Bodenwasser hast du noch da, weil da noch nie die Sonne draufgewählt ist. Und das wären auch die schönsten Begrünungen. Wenn man sich das irgendwie organisieren kann, nur so. Ja, Raps mit Begleitsaat, die wächst mitunter dann auch im Frühjahr noch weiter mit Klee drinnen.
Weizensaat nach Raps in der stehenden Begrünung, da passiert gar nichts im Herbst. Da fahre ich im Frühjahr dann auch mit einem selektiven Herbizid wie alle anderen auch und das wird genauso erwartet wie alle anderen auch. Ja, wir müssen vom Besten lernen, das ist die Natur. Das rechte Bild habe ich mal im Wald gemacht, da wächst das Gras durch die abgestorbenen Blau, links ist meine Kopie, die abgestorbene Begrünung, wo der Weizen durchwächst. Und ganz kurz noch, der Satz ist steinalt von Franz Sekehrer. Erst wenn die Krume die ganze Vegetationszeit überkrümelig bleibt und nicht unter der verschlemmenden Wirkung des Wassers zusammenbricht, kann man von Gare sprechen. Warum sage ich das? Deshalb. Alle zwei Jahre inzwischen bei uns. Das ist vor zwei Jahren. Wir haben schon mal in Rodingersdorf bei uns auf einem Feldtag, weil bei uns ist flach und wenn es nicht flach ist, ist es flach. Es ist einfach nur flach. Also ja. Trotzdem schaffen wir sowas. 64 mm in einer Stunde, die komplette Ortschaft schwimmt. Und das Gleiche, man konnte was daraus lernen, das war am 24.05.23, vor zwei Wochen, 35 mm in 10 Minuten. Ich habe da Zeitraffer-Video gemacht, bin unmittelbar danach gefahren. Der Acker ist unfähig, diese 35 mm, das ist eigentlich, darf kein Problem sein, 35 mm im Boden aufzunehmen. Das ist ja jeder gesunder Boden kann das. Da fahre ich durch den Kreisverkehr, komme auf der anderen Seite wieder. Genau da kommt es in die Ortschaft rein. Da ist ein Mais gesät, der Boden ist komplett offen, der hat die ersten 7 mm aufgenommen und dann war es aus, komplett aus. Jetzt biege ich ab, das ist mein Direktsaat für. Ich habe am Vorgewende eine Verdichtungszone und dann habe ich eine zweite noch leider. Die sind nicht weg, aber da ist gar nichts. Ansonsten. Und auch das Wasser ist eine halbe Stunde später versickert, was da hervor entstanden ist. Da ist nichts. Die 35 mm sind dort, wo es hin soll, im Acker, die brauche ich. Vor allem bei mir im Trockengebiet noch viel mehr als viele andere. So, zwei Felder weiter. Mulchsackbetrieb. Da schwimmt das Wasser raus und mit dem Wasser die Erde und wie viele Nährstoffe da verloren gingen, über das will ich gar nicht nachdenken und weiter und so fort. Und das ist ja. Es ist eine einzige Katastrophe und wir verlieren da hunderte Euro und das Wasser. Das geht nicht auf Dauer. Gut, und die Gesellschaft wird sich das auch nicht lang gefallen lassen, glaube ich, von uns. Und das ist vermeidbar, ja. Man kann rennt, schwimmt der Bach und die komplette Ortschaft geht unter. Wegen 35 Millimeter. Und das gegenteilige Phänomen sehen wir leider auch immer öfters, das ist im Menschen von nicht von mir aufgenommen worden, aber sowas sieht man bei uns auch. Wenn es dann trocken ist, sowas, auch da verlieren wir Nährstoffe, wir verlieren Geld. Gut, als letzten Punkt, aber den unwichtigsten, Biodiversität schaffen und eine Biodiversitätsfläche. Wir sind ein reines Ackerbaugebiet an sich, da tun wir es ein bisschen schwer. Ich hilf mir dann oft, dass ich Gräben aussehe mit diversen Mischungen, bis die Straßenmeisterei wieder kommt. Und auf der anderen Seite kommt es eh nicht, da mache ich das auch. Und so schafft man auch ein bisschen Diversität. Wir haben ganz viele Möglichkeiten an die Ränder der Felder, dass wir da was schaffen. Also unabhängig von diesen 15a und so weiter, mache ich das schon seit Jahren. Und das ist hilfreich. Da ist vielleicht nicht so hilfreich für die Insekten, wenn das Auto daneben gleich fahren, aber es hat trotzdem einen gewissen Effekt. Gut, wir müssen sie alle ernähren. Letzte Aussage eigentlich von mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit.